Freunde, was geht ab? Heute sind wir in der Void Arena und schauen uns das Spiel Heidenheim gegen Darmstadt an. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Platz 1 gegen Platz 3 in der Tabelle. Schaut euch einfach mal diese Tabelle an. Beide haben gegen Hamburg unentschieden gespielt. Beide haben daheim gespielt. Beide haben gegen Hamburg unentschieden gespielt, gegen den Zweitplatzierten. Es wird spannend. Beide spielen um den Aufstieg. Heidenheim Relegationsplatz aktuell, Darmstadt auf Platz 1. Pff, Freunde, ich freue mich auf das Spiel. Viel Spaß mit dem Video. Freunde, wir sind endlich angekommen in der Void Arena. Ihr seht schon, ich laufe gerade neben dem Stadion in Heidenheim. Über eine Stunde Fahrt hinter mir. Jetzt geht es endlich los ins Stadion rein. Hey, hey, vielen Dank, Daniel, jetzt wird es auf die beste Linie. Ich bin jetzt in der Void Arena angekommen, bin seit ungefähr einer halben Stunde hier, warte eigentlich nur, dass das Spiel endlich losgeht. Ja, bin mal gespannt. 2, 1, hey, hey, hey. Meine Choreo aus, ey, Wahnsinn, sieht echt gut aus. Freunde, endlich Spielbeginn. Also viel Glück an beide Mannschaften. Also Freunde, erste Halbzeit haben wir hinter uns. Es steht 0 zu 0. Ich muss sagen, Darmstadt macht nicht so viel fürs Spiel. Okay, Abseits-Tor, aber dann noch, glaube ich, ein oder zwei Schüsse. Aber bisher kommt nicht so viel von Darmstadt. Heidenheim macht gerade das Spiel. Ich weiß gar nicht die Ballbesitzstatistik und allgemein die Statistiken, weil die haben hier gar kein Internet im Stadion, beziehungsweise in meinem Blog. Ja, aber Heidenheim kommt und ich würde es nicht wundern, wenn die jetzt in der zweiten Halbzeit das 1 zu 0 schießen. Aber man darf halt nicht vergessen, Darmstadt ist immer für eine Überraschung gut. Und ja, ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Viel Spaß. Ich hab's euch gesagt. Nein, nein. Ganz gefährlich. Geht gleich weiter mit dem Outro. Tschüss. So, Freunde, das Spiel ist zu Ende.
Boah, was für ein Spiel. Wahnsinn. Also, ich feiere Heidenheim, ich feiere Darmstadt. Ich gehe zu beiden, zu den Spielen, drehe bei beiden Stadionvlogs. Ich unterstütze beide Vereine. Und ja, ich habe Sympathie für beide Vereine. Und ja, es war heute für mich ziemlich schwierig, Stadionvlog zu drehen, ohne irgendwie, ja, unparteiisch zu sein. Das war wirklich schwierig für mich, weil ich mag beide Vereine. Ich habe ja schon in den vorherigen Videos schon mal erwähnt, dass mein Favorit Darmstadt ist für die zweite Bundesliga, dass sie als Erstplatzierter aufsteigen. Und mein Wunsch, dass Heidenheim aufsteigt, ob Zweitplatzierter oder in der Relegation. Natürlich optimal wäre Platz 1 Darmstadt, Platz 2 Heidenheim oder andersrum, egal. Ich möchte, dass die zwei Vereine aufsteigen. Also einfach super Fußballspiel, muss man einfach sagen. Aber kommen wir zum heutigen Spiel. Heute, ich weiß nicht, was mit Darmstadt los war, ob sie irgendwie hinten dicht machen wollten über Konter oder ob sie nur einen Punkt mitnehmen wollten. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie heute nicht irgendwie die Leistung abgerufen haben, die sie eigentlich sonst immer abrufen. Ja, und Heidenheim, also Heidenheim verdienter Sieg, muss man schon sagen. Die haben einfach viel mehr fürs Spiel getan. Erste Halbzeit hat ja nur Heidenheim gespielt. Paar Situationen für Darmstadt. Zweite Halbzeit muss ich sagen, Darmstadt ist stärker zurückgekommen wie in der ersten Halbzeit, aber Heidenheim hat trotzdem weiter Gas gegeben. Ja, und allgemein, erste Halbzeit fand ich jetzt nicht so gut, aber zweite Halbzeit fand ich schon ein spannendes Spiel, geiles Spiel. Vor allem gegen Ende war so viel Chaos, so viel, ich konnte da nichts mehr aufnehmen, weil die Leute einfach komplett ausgetickt sind beim Tor. Und für mich waren die Aufnahmen da gegessen, Bier, dies, das, ich konnte nichts mehr machen. Ja, schade, dass ich das Tor nicht aufnehmen konnte. Ja, am Ende noch die rote Karte, was soll man sagen. Gehört halt auch dazu. Ja, Darmstadt 48 Punkte, Hamburg 46 Punkte und ich glaube Heidenheim hat jetzt 45 Punkte. Das wird ziemlich eng, aber die drei bauen ihren Punkteabstand aus zum vierten, zum fünften und finde ich gut für Heidenheim. Darmstadt ist für mich, ja, ich denke, die kommen eher als erster weiter, deswegen ich freue mich für Heidenheim, dass sie heute gewonnen haben. Schade für Darmstadt, ja. Das war's mit dem Video, Freunde. Abonnieren nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Am Ende kommen noch die Bilder. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.